Gut, jetzt kommt eine kleine Zusammenfassung. Bisher haben wir ja die ganzen Vierecke kennengelernt. Vier Stück an der Zahl. Hier das Allgemeine, das überhaupt gar keine Symmetrieeigenschaft besitzt, da wo es nur darum geht, konvex oder konkav. Jetzt müssen wir das Ganze in einen Zusammenhang bringen. Also das sind unsere drei, die wir betrachten. Das gleichschenklige Trapez, das Parallelogramm und hier auf der Seite das Drachenviereck. Ich habe hier die Symmetrieachsen schon mal eingezeichnet. Erkennt man hier an dem roten jeweils. So, jetzt geht es nämlich weiter. Man kann nämlich aus diesem gleichschenkligen Trapez und dem Parallelogramm kann man die Eigenschaften zusammenfassen. Pass mal auf, was ich jetzt hier mache. Ich verändere quasi hier meinen Punkt A. Dementsprechend muss natürlich auch mein Punkt B mit, weil das ja achsensymmetrisch ist. Das heißt, den ziehe ich immer näher her, bis was passiert. Seht ihr das? Jetzt ist aus dem gleichschenkligen Trapez ein Rechteck geworden. Das heißt, das Rechteck ist eine Spezialform des gleichschenkligen Trapezes. Man könnte also auch sagen, das Rechteck ist ein gleichschenkliges Trapez. Das stimmt, ja? Nur andersrum nicht. Also, das heißt, ich muss nur so lange verschieben, dass die beiden Seiten aufeinander senkrecht stehen, dass hier ein 90-Grad-Winkel entsteht und schon entsteht dadurch ein Rechteck. Gleichzeitig, wenn ich hier den Punkt verschiebe, na, das war der falsche, hier den Punkt D verschiebe, so dass sich der Punkt B mitbewegt, wird auch aus dem Parallelogramm ein Rechteck, ja, ist das gleiche. Heißt also, dass diese beiden Teile, also das gleichschenklige Trapez und das Parallelogramm, wenn man da die Eigenschaften alle zusammenwirft, dann entsteht dadurch ein Rechteck. Hier haben wir es. Ja. Das sieht man auch ganz eindeutig, denn diese Achse hier ist genauso Spiegelachse. Die haben wir hier übertragen da hinauf. Das war ja vorher schon der Fall. Bei der gleichschenkligen Trapez war das die Achse, Symmetrieachse. Also haben wir auch hier wieder eine Symmetrieachse. Jetzt kommt die zentrische, also dieses Zentrum hier mit dazu und automatisch erhalten wir eine zweite Spiegelachse. Ja? Und gleichzeitig natürlich auch diese Punktsymmetrie. Die Eigenschaften aus dem Parallelogramm sind erhalten geblieben. Die beiden gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang. Hier und hier. Und sie sind parallel. Und diese Eigenschaft hier ist auch erhalten geblieben, dass diese beiden Punkte, diese beiden Strecken gleich lang sind. Und die Eigenschaft, dass diese beiden zusammen 180 ergeben, wurde jetzt eben auf diesen Spezialfall 90 Grad übertragen. Heißt also, diese beiden können wir so abändern, dass wir eben auf ein Rechteck kommen. Jetzt schauen wir das Ganze weiter drüben an. Wir haben jetzt hier das Parallelogramm und hier das Drachenviereck. Ich kann jetzt auch hier das so verschieben, dass ein weiteres spezielles Viereck entsteht. Hier erkennt man es vielleicht noch nicht so, hier erkennt man es leichter. Ja? So ist es ein Drachenviereck. Und wenn ich es jetzt so mache, dass ich quasi nicht nur hier gleich große Winkel habe, sondern auch hier gleich große Winkel, dass ich also quasi eine zweite Symmetrieachse dazu bringe, ja, dann erhalte ich diese neue Figur, die ich auch hier drüben erhalten habe, nämlich die sogenannte Raute. Ja, Raute wird man schnell verwechselt mit einem Quadrat, denn bei einer Raute hat sich durch die Vererbung hier und hier haben sich gleich lange Seiten herauskristallisiert. Also die Seite ist gleich der Seite ist gleich der Seite. Nur es gibt noch einen kleinen Unterschied, nämlich dass alle Zeiten zwar gleich lang sind, aber dass kein 90-Grad-Winkel dabei ist. Ja? Also das ist eine Raute ist quasi eine Vererbung von dem Drachenviereck und dem Parallelogramm. Sieht man auch hier wieder an den Achsen. Hier haben wir eine Symmetrieachse und wenn ich das Ganze jetzt eben nach unten ziehe, dann entsteht genauso wie beim Parallelogramm mit der Spiegelung eben eine zweite Symmetrieachse. Also nochmal zusammengefasst: ein gleichschenkliges Trapez mit den Eigenschaften zusammen von einem Parallelogramm ergibt ein Rechteck. Und wenn ich ein Parallelogramm mit den Eigenschaften von einem Drachenviereck vermische, dann erhalte ich eine Raute. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, bei unserem Haus, das muss ich übrigens kurz erläutern, das ist natürlich der Grundstock, das wird dann vererbt zu den Eltern. Hier geht es nach oben, die haben natürlich die Eigenschaften von den Kindern. Und jetzt gibt es noch quasi einen Guru in unserem Haus der Vierecke, der alle Eigenschaften besitzt. Wenn ich nämlich jetzt hier meine Punkte verschiebe, seht ihr, was dann rauskommt? Ein
Quadrat. Das gleiche gilt natürlich auch hier. Wenn ich hier meine Punkte verschiebe, so weit, dass hier 90 Grad Winkel entstehen, entsteht dadurch ein Quadrat. Das heißt also, ein Rechteck vermischt mit einer Raute, das gibt zusammen ein Quadrat. Und da sehen wir das ganze Haus der Vierecke nochmal in der Übersicht. Diese drei hier unten bilden die Basis. Die beiden links vererben ihre Eigenschaften zu einem Rechteck. Die beiden rechts, also wieder mit dem Parallelogramm zusammen, vererben ihre Eigenschaften zu einer Raute. Und diese beiden zusammen vererben ihre Eigenschaft, sodass ein Quadrat entsteht. Und bei dem Quadrat seht ihr jetzt, das hat jetzt alle Symmetrieachsen, die wir von Anfang an hatten. Die senkrechte, diagonale, diagonale. Hier hat man quasi die Mittelsenkrechten als Symmetrieachsen, hier die Diagonalen als Symmetrieachsen. Ja? Das ist durch die Vererbung entstanden. Und hier sind jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 4 Symmetrieachsen vorhanden und dann auch noch das Zentrum natürlich als Punkt Symmetrie. Was das Haus der Vierecke bedeuten soll, heißt einfach, dass alle Eigenschaften vererbt werden. Das Quadrat besitzt quasi alle Eigenschaften aller anderen Vierecke. 1, 2, 3 Vierecke zusammen. Alle diese Eigenschaften zusammen ergeben genau die Eigenschaften von einem Quadrat. So schaut die Vererbung aus. Das sollte er verstanden haben, damit er dann auch die Eigenschaften von einem Rechteck besser verstehen könnt und die Eigenschaften von einem Quadrat und von einer Raute besser verstehen könnt, ja? Also man muss quasi sich nur dieses Bild vor Augen führen und dann kann man sich schon erahnen, okay, hier die Eigenschaften von einem Parallelogramm und die von einem gleichschenkligen Trapez einfach zusammenfassen. Ja, das ist die Übersicht aller Vierecke, die miteinander verbunden sind.